Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mystery of Neuschwanstein. Ich bin's, eure Vivi, und wir machen jetzt mal heute weiter, nachdem ich festgestellt habe, dass ich leider nicht immer so viel auf einmal aufnehmen kann, weil ja aus irgendeinem Grund die Rohdateien voll riesig sind. Und jetzt wollen wir ja mal in die Küche latschen. Die Frage ist jetzt nur, wo geht's denn da hin? Ach, da geht's hin. Hä? Moment. Aber wieso? Wenn da der Weg zur Küche ist, wieso war hier denn das Rätsel? Egal. Wir hinterfragen es einfach nicht, Leute. Wir hinterfragen es nicht. Unglaublich, die Küche von Ludwig II. Seinerseits wahrscheinlich eines der modernsten Küchen der Welt. Ah, ja, seinerseits. Oh, ein Messer. Leute, wir haben eine Waffe, wir können uns wehren. Was ist das hier? Ein Teil. Ein komplizierter Öffnungsmechanismus. Leider scheint ein Teil zu fehlen. Vielleicht dieses Ding hier? Unmöglich. Okay. Lass mich raten. Das muss ich anders Okay, verwenden. ich dachte, das muss man jetzt wieder festkleben. Haben wir denn irgendwas anderes dabei? Ein Bronzeschlüsselkopf. Das muss ich anders verwenden. Auch nicht. Die konnte man Unmöglich. auch nicht, ne? Okay, warum haben wir irgendwas anderes? Können wir mit dem Messer da So geht reinpieksen? das nicht. Was ist das? Rostentferner. So geht das nicht. Gut. Denn Dietrich. So geht das nicht. Okay, auch nicht. Naja, gut. So, was haben wir hier? Adlers Notizen. Fließendes, heißes und kaltes Wasser. Der Rumford-Herd, ein Grill, dessen Drehbewegung sich automatisch der Holzkohlenhitze anpasste. Ein Schrank für Tellerwärme. Ein Fischbecken aus Granit und ein Eisschrank. Die hochmoderne Küche war von 1884 bis 1886 in Betrieb. Auch wenn der König während dieser Zeit nur 172 Tage im Schloss verbrachte. Naja, aber immerhin hatte er in dieser Zeit eine gute Küche. Das ist schon mal was. Was haben wir denn hier noch? Eine Schüssel. Eine Pfanne. Entschuldigung. Da kann ich doch gerade was anfassen. Hallo? Was haben wir denn hier noch? Kann ich hier irgendwas anklicken? Spüli? Kein Spüli. Okay. Hier ist eine Kiste. Zettel. Oh, haha! Ludwigs Tagebuch. Welches ist denn neu? Steht das da auch? Der hier, glaube ich. 20. August 1875. Unsere Entscheidung, in die Fotografie zu investieren, hat sich mehrfach gelohnt. Neueste Verfahren begünstigen nun endlich unser Vorhaben, eine Aufnahme mit unserem speziellen Freund zu kreieren. Der Gute. Ob es wohl ein Glücksfall war, dass wir jemanden fanden, der uns so ergeben ist? Von wem reden die? Ich kenne mich jetzt leider nicht mit dieser Geschichte aus. Oh, was ist das? Bronze-Schlüsselheft. Okay. Hier haben wir so eine Marmor-Dings. Oh, was ist das? Ein Zettel. Noch ein Zettel. Haben wir schon wieder einen gefunden? Alter. Ich bin ja richtig sneaky hier. Das war der erste. Ich glaube, dann ist es der hier, ne? Hallo? Warum darf ich das nicht anklicken? 19. Mai 1880. Wir haben von einem Gerät Ah, gelesen, ja, mit das dem Sie... kenne ich ja schon. Das kenne ich ja schon. Aber... Hä? Warum kann ich das nicht anklicken? Warte mal. 5. Mai 1875. Das hatten wir schon. Das andere hatten wir gerade. Okay, aus irgendeinem Grund können wir das nicht lesen. Ich weiß zwar jetzt nicht warum, aber... Who cares? Nice. Egal. Haben wir hier noch irgendwelche versteckten Zettel? Müssen wir davon vielleicht ein zweites Teil finden? Ist das Zettelchen kaputt? Ist hier sonst irgendwo noch was? Kann man hier die Pfanne anklicken? Das piekt... Ach, das ist gar kein Piekse-Dingsi. Da kann man was angucken. Der Kühlschrank ist verschlossen. Ein Schloss aus Bronze. Sehr ungewöhnlich. Aus Bronze. Bronze Schlüsselheft. Ach, warte. Hier Bronze Schlüsselheft und wo ist er? Bronze Schlüsselkopf. Unmöglich. Hä? Aber das ist doch das Stück oder ist es kein Ende von einem Schlüssel? Nicht? Okay, dann habe ich nichts gesagt. Müssen wir den vielleicht daran kleben? Ja, Leute, man fixt Bronzeschlüssel mit Sekundenkleber. So ist das. Schick.
Kronkorken, Schraubenschlüssel, Zuckerwürfel, Münze, Messerset, Zahnstocher, Silbermesser, Schriftrolle, Kartenteil, Füller, Löffel, Pfannenset. Was? Hier fehlt eine Pfanne. Nein, nicht dein Ernst. Ach, warte mal. Eine Pfanne? Vielleicht so eine Pfanne. Was haben wir denn hier noch? Warte mal, ich muss ganz kurz gucken. Was habe ich angeklickt? Silbermesser, okay. Mal sehen, was haben wir hier noch? Ich klick einfach mal... Wow, ich klicke hier einfach nur wild durch die Gegend und finde irgendwas. Was zum Geier? Ich glaube, das sollte ich weiterhin so machen. Ich sollte einfach... Hier fehlt ein Messer. So eins vielleicht. Nicht? Oh, liegt hier noch ein Schraubenschlüssel? Ey, ganz ehrlich, ich klicke gerade einfach nur durch die Gegend und finde da einfach irgendwie was. Ich suche nicht mal richtig. Das ist ja... Ist das nicht Schummeln? Kann man bei Wimmelbildern überhaupt schummeln? Ich habe schon wieder was gefunden. Messer... Zahnstocher? Warte mal. Jetzt... Zahnstocher? Was sieht denn hier aus wie ein Zahnstocher? Ach da. Hab ihn schon. Hä? Okay, warte mal. Messer... Ach, warte mal. Ein Messer hatten wir doch auch. Aber das ist doch unsere Waffe. Ein Kartenstück. Wunderprächtig. Thank you. Kartenstück. Ha. Höhen... was? Hohen... Schwan... Irgendwas? Schloss? Steht da Wüste? Hüter? Westen? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Also egal, wer diese Karte gemalt hat, der... Marienbrücke. Ach so, Entschuldigung. Der hatte eine ziemliche Sauklaue, der. Der oder die. Eine Kaffeemühle? Keine Kaffeemühle? Warum kann ich die Kaffeemühle nicht mitnehmen? Das verstehe ich nicht. Kann ich hier noch irgendwas anderes klicken? Kann ich hier noch irgendwo lang? Kann ich... also hier ging ja gar nichts hier. Oh, Dietrich ging nicht, Zange ging nicht. Was genau fehlt da? Ein Öffnungsmechanismus. Und das ist echt nicht das. War mal verrosteter. Ah, Rostentferner. Metallstück. Und das da rein. Oh, ich bin so smart. Nice. Und was ist hier? Wir sollten diese Scherbe fotografieren und analysieren lassen, bevor wir sie einsammeln. Okay. Aber, mich wurmt das, dass ich das hier nicht annehmen kann. 19. Mai, 29. Ah, jetzt geht das. 1881. Oder? Der Phonograph ist endlich eingetroffen. Auch wenn die Aufnahmen nicht dem tatsächlich gesprochenen Wort gleichen, ist es doch faszinierend, dass sich Töne auf einer Wachswalze bannen lassen. Wir werden weitere Aufnahmen unserer Gedanken für die Nachwelt hinterlassen. Macht das mal, Leute. Macht das mal. Komisch, jetzt habe ich mit Rechtsklick drauf geklickt, dann ging das. Ach nee, warte mal. Hier, Kamera. Knips. Jetzt dürfen wir sie nehmen. Scherbenteil. Dieser Köcher von Ludwig II. Ist unglaublich. Seinerzeit wahrscheinlich eine der modernsten Küchen der Welt. Der Rumfortherd, Drehspieße, fließendes kaltes und warmes Wasser, Tellerwärmer, Holzbackofen, Fischbecken und sogar ein Eisschrank. Hier könntest du dich austoben, nicht wahr, Sarah? Falls du es noch nicht gemerkt hast, leben wir im 21. Jahrhundert und Frauen stehen nicht mehr in der Küche. Oh, 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 so meinte ich das natürlich nicht. Oh. Jedenfalls ist die E-Mail mit dem Foto der Scherbe raus. Die Analyse wird eine Weile dauern. Ich schlage vor, wir beseitigen hier unsere Spuren und schlafen noch ein paar Stunden. Eine ausgezeichnete Idee. Das war ein langer Tag. Ich habe gerade ein bisschen die Reaktion... Kapitel 3, Tag 3, 9.33 Uhr, 9 Schwansteinhof. Ich habe gerade Sarahs Reaktion ein bisschen gefeiert. Oh Gott, dort liegt die... Wir waren gerade noch in einer gottverdammten Küche und jetzt ist hier eine Leiche. Na, ganz toll. Ich klicke gleich auf die Leiche, Leute. Wartet, ich will nur ganz kurz gucken. Scherbenteil 1 von 6. Ach, na toll. So, danke. Was steht denn hier? Ich muss zugeben, dass Professor Adler eine große Hilfe ist. Mit ihm zusammen habe ich einige interessante Artefakte aus Ludwigs Zeit entdecken können. Eine sehr interessante antike Scherbe und ein mysteriöses Kartenteil. Leider sind beide unvollständig, aber vielleicht können wir die restlichen Teile auch noch finden. Der Meinung bin ich auch. Also der Doktor hilft uns echt, der ist echt ein total cooler Typ. Sorry, dass ich jetzt so gelesen habe, während hier eine Leiche liegt, aber gucken wir mal.
Das komme davon, wenn man nachts auf Gerüste herumklettert, wo man nichts zu suchen hat. Der arme Mann. Was für eine schreckliche Tragödie. Und die Polizei ist sicher schon unterwegs. Und ich kann für heute meine Baustelle dicht machen. Ein verlorener Tag wegen dieser Trottel. Ich muss die Arbeiter informieren. Pezzo di merda. Ey, den hast du doch mit deiner Mafia umgebracht. Ich glaube nicht, dass das ein Unfall war. Wir werden den oder die Schuldigen finden und der Gerichtsbarkeit überstellen. Aber, mein lieber Professor, ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Der verwirrte Kerl ist doch hier immer und überall herumgeklettert, wo man sich Hals und Beine brechen kann. Wir sollten das der Polizei überlassen. Wo bleibt die eigentlich? Feierabend. Oberwachtmeister Fischer müsste jeden Augenblick eintreffen. Harry, ich zieh mich zurück. Das ist alles zu viel für meine Nerven. Sünde, Sensibelchen. Wer ist das denn? Nein! Oh nö! Bruder Tuck, warum ist Bruder Tuck tot? Das ist doch Bruder Tuck, oder? Was? Eine Schwanenstatue? Woher mag die wohl stammen? Und ein Akkubohrer. Wisst ihr, was ich glaube? Das sind merkwürdige Sekunde. Besitztümer für einen armen, verwirrten Mönch. Vielleicht kann uns das Historische Museum in München mit einer Analyse helfen. Bei dem Akkuschrauber? Ich rede von der Schwanenstatue, Professor. Was ist denn nur los mit dir? Frische Leichen sind nichts für mein Gemüt. Ich dachte, du bist Kriminologe. Kürzlich Verblichene sind in der historischen Kriminologie eher ungewöhnlich. Ist das so? Wir sollten die Statue jedenfalls erst einmal fotografieren. Was ich gerade sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde. Die Analyse ist raus, wir sollten die Schwanenstatue aber auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ist schon klar. Ich glaube nämlich, dass... Oh, Leute. Journalistin hin, Kriminologe her. Bitte verlassen Sie diese ungesicherte Unfallstelle. Sofort. Wir sind nicht davon überzeugt, dass es sich um einen Unfall handelt. Bruder Emanuel wollte sich mit uns treffen und uns Beweise für eine Verschwörung übergeben. Das klingt ja alles sehr aufregend, aber für mich sieht das nach einem tragischen Unfall aus. Bruder Emanuel war Land auf, Land ab für seine halsbrecherische Neugier bekannt. Es musste ja irgendwann so kommen. Ist das nicht eine sehr voreilige Schlussfolgerung? Wissen Sie was? Bringen Sie mir einfach auch nur den kleinsten Hinweis auf ein Verbrechen und ich werde der Sache nachgehen. Ich weiß, was unsere Aufgabe ist. Bis dahin lassen Sie mich meine Arbeit machen. Komm mit, Sarah. Gehen wir in mein Büro. Ich habe da eine Idee. Okay, Doktor. Okay, also. Wir fassen zusammen. Bruder Tuck ist gestorben. Der Doktor hat eine Idee. Unser GTA 540 hat hundertprozentig was mit dem Mord zu tun, weil der ist mir die ganze Zeit schon sowas von unsympathisch und ich denke einfach mal, der Mönch wusste zu viel. Würde ich jetzt einfach mal so schlussfolgern. Und außerdem lag da ein Akkuschrauber. Heißt, er war ja anscheinend irgendwie auf der Baustelle. Vielleicht hat ihn da jemand erwischt. Und dann haben wir hier noch den Bullen von Tölz, warum auch immer. Und ich finde das Spiel bis jetzt so geil. Ja. Gut, das ist natürlich schade um den armen Kerl da drüben. Ich fand den total sympathisch, aber kann man ja jetzt nichts machen. Wenn wir meinen Empfangsverstärker wieder ans Laufen kriegen, können wir uns die Webcam des Schlosses hacken und die Bilder der letzten Nacht downloaden. Ich fürchte, der Generator des Trailers hat den Geist aufgegeben. Den schaue ich mir mal an. Wer doch gelacht. Weißt du, uns nennt er ständig so ein bisschen sonderbar, weil wir Schlösser knacken können. Aber er versucht sich mit seinen komischen A-Team-Wagen, TARDIS, was auch immer, in das Schloss zu hacken, weißt du? Die Schrauben sitzen ziemlich fest. Das bekommen wir nur mit viel Power auf. Ach, wozu haben wir denn bitte den Akkuschrauber? Bitte sehr. Leere Gasflasche? Achso, bestimmt kann man die Flasche in der Nähe mit Gas auffüllen. Da war doch... Kein Gas, kein Strom. Da war doch, glaube ich, eine Gasflasche auf der Baustelle, oder? Da hinten. Ein Gastank, sendet sich, wenn man Gas braucht. Jo, das brauchen wir. Yay! Okay.
Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Irgendeine Tatwaffe vielleicht? Potter? Nicht? Ich gehe nur auf Nummer sicher. Ich habe echt so die Paranoia. Haben wir irgendwas auf der Karte stehen? Okay, hier können wir jetzt erstmal nicht hin, das ist schon klar. Das einzige in der Eingangshalle im Voradlers Labor. Wir gehen noch mal kurz in die Eingangshalle. Vielleicht können wir ja noch mal mit der Baronin quatschen. Was haben Sie? Was kann man mit Ihnen reden? Oh, was ist das? Meine Liebe, ich habe das Gefühl, Sie möchten mich nachhaltig verärgern. Meine persönlichen Gegenstände sind für Sie tabu. Okay. Woher soll ich denn wissen, dass das Teil, was da liegt, deins ist? Entschuldigung. Da kann ich noch nicht rein. Da war, glaube ich, nichts. Oh, Mama mia. Ey, ganz ehrlich, woher soll man denn riechen, dass das ihre Sachen sind? Soll man nicht immer so unhöflich sein, nur weil sie Baronin ist hier. Haben wir hier denn noch irgendwas anderes? Hier haben wir nur ein Symbol von Tölz. Bringen Sie mir Beweise und ich werde der Sache nachgehen. Ja, okay. Dann latschen wir hier mal rein, machen die Gasflasche da rein. Zuschrauben bitte. Ei. Nice. Okay, und jetzt? Hä? Okay, wir sollen was... Was? Hacke dich in die Kamera ein, indem du die Farben verbindest und so die Schaltkreise schließt. Ach so, okay. Ja. Ach Quatsch. Ich nehme einfach mal an, die dürfen sich nicht überschneiden. Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal das Testminispiel. Hacken war noch nie so einfach. Oh, es geht weiter. Dup. Man muss aufpassen, dass die da auch vorbeikommen, die Guten. Kann man die auch ziehen? Ja, oh, kann man. Ist ja wie Paint hier. Okay, warte mal. Dup. Boah, ich bin so ein geiler Hacker. Mensch. Hackerriem. So, warte mal. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Da geht's da lang. Da ist nur ein schmaler Grat, da heißt, da passt nur einer durch. Was war das? Merkwürdig. Das ist echt... Warte mal, denn... Also hier unten passen zwei lang. Naja, so halb. Okay, warte. Da muss ich jetzt echt mal ganz kurz gucken. Ah, warte. Der hier... Der... Hier... Und der dann hier... Oh. Man darf bei Paint nicht übermalen. Hier. Sehr nice. Minispiel gelöst. Boah. Aber das war auch ziemlich einfach, ehrlich gesagt. Was? Bilder von der Webcam? USB? Ah, okay. Können wir uns die angucken? Na, dann wollen wir doch mal sehen. Da. Der Mönch. Da. Ist doch noch jemand. Siehst du? Leider kann man nicht erkennen, wer das ist. Zeig das Bild. Emanuel wurde vom Gerüst gestoßen. Das war Mord. Na, wenn das keine Beweise sind. Oberwachtmeister Fischer wird aus allen Wolken fallen. Ich habe die Bilder auf meinen USB-Stick geladen. Wir sollten sie gleich zeigen. Ja, aber bevor wir zum Wachmeister gehen, würde ich sagen, beenden wir erstmal diesen Part und wir schauen das nächste Mal weiter. Like da lassen wäre super. Tschüss.